Nomad, da sind sie ja. Mistvieh. Wie lief es? Ich konnte einiges an strategischen Daten beschaffen. Gute Arbeit. Was machen wir hier? Wir wurden kurz nach Entstehung der Sphäre hierher geschickt, um den Feind zu studieren und Schwachstellen zu finden. Und wir glauben, was gefunden zu haben. Draußen ist ein riesiger Speer. Man konnte diese Speere in kleinerer Form schon an vielen Stellen sehen. Aber welcher Funktion sie dienen, konnte man bisher nicht sagen. Der Leuchtende da draußen brachte mich auf die Idee, dass manche von denen zur Einspeisung von Energie dienen. Sie wissen ja, dass Leviathane von Energie leben. Es klingt vielleicht seltsam, aber ich glaube, dass sie in solchen riesigen Speeren ihre gespeicherte Energie teilweise auslagern, um Spannung vom Mutterschiff zu nehmen. Ich glaube, wenn wir genug von denen gleichzeitig hochjagen, wird das Energienetz kurz zusammenbrechen. Das ist es, was ihr jetzt testen müsst. Warum ihr? Gerade ist eine Nachricht von Major Blake reingekommen. Wir müssen aus der Sphäre raus. Draußen, also außerhalb der Sphäre, ist ein C-17-Transportflugzeug von Aliens auf die Insel getrieben worden und abgestürzt. Ich habe keine Ahnung, was genau an Bord war. Ich traue Blake zu, dass er uns nicht umsonst hier wieder abziehen würde, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Team Eagle sollte ursprünglich auch hierher kommen, aber die wurden ebenfalls abgezogen. Da muss ganz schön was los sein, wenn sie alle drei Nanosuit-Teams dorthin beordern. Denn ihr sollt auch dorthin kommen, wenn ihr hier fertig seid. Ah. Die meiste Arbeit ist schon erledigt. Wir haben bereits ein Gebiet ausgekundschaftet, in dem viele solcher Speere auf kleinerem Raum sind. Sie haben's gehört. Rüsten Sie sich aus und kommen Sie hinterher. Ich warte draußen. Wie sieht's aus, Doc? Ich kann nichts versprechen, aber ich glaube, ich hab's gleich. Das hast du schon vor mindestens einer Stunde gesagt. Sei leise, sonst dauert's noch länger. Nomad, wir kennen uns noch nicht. Mein Name ist Scott Bennett, aber da draußen bestehen die anderen darauf, dass mein Funkrufname Doc lautet. Bedien dich. Bis auf die Gauss kannst du alles haben. Munition für die Scar findest du neben den Granaten. Die Gauss gehört Bowman, sprich mit ihm, wenn du sie willst. Maximum Speed. Maximum Speed. Maximum Armor. Maximum Speed. Maximum Armor. Ich will das Gauss-Gewehr. Nein. Ich brauch es. Ich auch. Da waren zwei Gauss.
Und Prophet hat sich schon die andere unter den Nagel gerissen. Wir gehen ja auch wieder raus in die Sphäre. Meinetwegen. Aber dafür musst du was für mich tun. Ich kann hier nicht weg. Aber du würdest uns Arbeit abnehmen, wenn du schon mal vorgehen würdest und herausfindest, wie man den Aufzug am Ende des Ganges zum Laufen kriegt. Wie sieht's aus? Ich arbeite daran. Die können mich unsichtbar machen. Maximum strength. Maximum strength, maximum speed, maximum armor. Thank you.
Kein Strom. Hier gehört ein Generator hin. Hier gehört ein Generator hin.
Nomad, Prophet wartet schon seit 10 Minuten draußen. Ich will dich nicht loswerden oder so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er davon nicht sonderlich begeistert ist. Wie sieht's aus? Erledigt. Ich habe ein paar Generatoren zum Laufen gebracht und an das Stromnetz vom Aufzug angeschlossen. Alles klar. Die Gauss gehört dir. Kann ich sonst noch was für dich tun? Weißt du was davon, was da draußen abgestürzt ist? Wofür genau 3 Nanosuit-Teams auf einmal gebraucht werden, um es zu bergen? Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich habe den Eindruck, dass nicht die Fracht alleine der Grund ist. Dafür würde ein Team alleine schon reichen. Nein, ich glaube, die Leviathane, oder wie wir sie jetzt nennen, haben es auch auf die Fracht abgesehen. Ich glaube, sie lernen langsam uns zu verstehen, was die Sache noch komplizierter machen könnte. Lass uns lieber hoffen, dass Blake überreagiert hat und es ein leichtes wird, die Fracht daraus zu holen. Viel Erfolg. Danke. Okay, jetzt lass mich aber bitte wirklich in Ruhe. Ich muss den Ausgang bewachen. Maximum speed.